Augsburg 2012, eine Stadt im Aufbruch. Die Augsburger freuen sich über den neuen Königsplatz, die Arbeiten zum neuen Hauptbahnhof, die neue Fußgängerzone und natürlich auch die Maximilianstraße. Viele Baustellen, aber es wurden in diesem Jahr auch einige Baustellen abgeschlossen. Darüber sprechen wir jetzt in unserem Jahresrückblick hier im Foyer des Theater Augsburg mit unserem Oberbürgermeister Dr. Kurt Griebel. Herr Dr. Griebel, gleich hier nebenan gab es ja eigentlich den Start eines großen Eröffnungsmarathons im Frühjahr 2012 mit der Einweihung der Brechtbühne. Kann man sagen, nach viel Theater gab es ein neues Theater? So kann man es vielleicht ausdrücken, aber ich würde eher sagen, es gab große Geburtswehen, bis diese Brechtbühne endlich politisch durchgesetzt und dann auch umgesetzt und realisiert werden konnte. Das war ein hartes Stück Arbeit. Mittlerweile ist die Brechtbühne zum Selbstverständnis in dieser Stadt geworden. Es ist eine wunderbare Einrichtung, die die Theaterlandschaft bereichert. Sie ist im Übrigen ein Baustein der Theatermasterplanung. Also wir wissen genau, dass die Brechtbühne auch zu den sonstigen Maßnahmen passt, die im Theater durchgeführt werden müssen. Und da sind wir auf dem richtigen Weg. Wir werden die Theatersanierung auch weiter betreiben. In der Kulisse einer wunderbaren Förderung durch den Freistaat Bayern, wie sie sonst nirgendwo zu bekommen ist, mit rund 45% an Förderung, wird der Freistaat Bayern uns auch auf dem weiteren Weg weiterhelfen. Also die Brechtbühne war ein gutes Signal dafür. Wir sind rechtzeitig fertig geworden zu den Bayerischen Theatertagen. Die Brechtbühne hat auf das ganze Land ausgestrahlt und hat eine gute Visitenkarte abgegeben und wird von den Augsburgern gerne angenommen. Aber die Brechtbühne war ja nicht das Einzige, worauf man mit dem Sektglas anstoßen konnte. Ja, zunächst einmal bin ich einfach mal froh, dass die ein oder andere Baustelle einfach auch mal erfolgreich abgeschlossen werden kann. Und dazu gehört zum einen die Brechtbühne natürlich als Meilenstein, aber vor allem auch Kongress am Park. Was war das für ein Drama für die Augsburger, als diese gute alte Kongresshalle geschlossen werden musste, aufgrund von Brandschutzthemen. Und jetzt haben wir mit einem riesigen Aufwand, rund 20 Millionen Euro sind da reingeflossen, Kongress am Park begründet und gebaut, das modernsten Anforderungen entspricht, das vor allem modernsten Umweltstandards entspricht. Wir haben 70% Energieeinsparung dort und vor allem, es geht jetzt wirklich auch in ein belebtes Wechselspiel zur Messe und wir können damit auf dieser Grundlage einen sehr tragfähigen Messe- und Kongressstandort Augsburg entwickeln. Die Auslastung der Halle ist da, sie wird gut angenommen und darüber freue ich mich natürlich sehr. Und die Kanuten dürfen sich auch freuen. Die Kanuten sind jetzt auch wieder in neuen Räumlichkeiten. Das Kanu-Leistungszentrum war, das ist ja gebaut worden anlässlich Olympia 1972. Das war im wahrsten Sinne des Wortes fertig. Wir haben es abgerissen, haben es neu gebaut. Auch das ist in Betrieb gegangen. Und das ist wirklich ein Highlight für die Sportstadt Augsburg.